Hallo, ich bin halt auch in Bad Neustadt und hier läuft eine riesen Protestaktion. Was geht's denn hier genau? Da können Sie doch was erzählen. Ja gut, grundsätzlich ist die Ausgangslage in Bad Neustadt schon seit einiger Zeit bekannt. Wir sind hier mit massivem Arbeitsplatzabbau bedroht, und heute finden die nächsten Verhandlungsrunden im Rahmen eines Informationsgespräches statt. Die beginnen in gut einer Stunde und aktuell ist aber auch ein Vorstandsmitglied der Siemens AG hier in Bad Neustadt, der sich die Fertigung anguckt, und wir wollen ein klares Zeichen setzen, dass wir hier ein Zukunftskonzept brauchen, um Beschäftigung zu halten. Wie sehen denn die Chancen aus? Ich glaube, das ist schwierig einzuschätzen und es ist für uns auch gar nicht von großer Relevanz. Relevant ist, dass wir uns mit allem, was wir haben, für die Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen, ein Zukunftskonzept einfordern, und wir werden 100% abliefern, und wenn wir am Ende gucken, was bei rauskommt. Ich glaube, über Chancen zu sprechen ist zum momentanen Zeitpunkt zu früh, aber es hat sich immer gezeigt, wenn Menschen sich bewegen, wenn Menschen sich für etwas einsetzen, ist das Ergebnis immer besser, als wenn man es nicht tut. Bitte schön. Gerne. Wir wollen sichtbar machen, mit was es Siemens hier zu tun hat, mit welchen Maßnahmen, wie die Maßnahmen sich hier auch auswirken. Dafür wollen wir auch optisch aktiv sein. So, hallo, vielleicht können Sie mir irgendwas auch zu der Aktion holen, weil es betrifft ja auch den Landkreis und die Stadt Bad Neustadt, wenn auch der Dauer. Naja, klar, das ist wichtig für die Stadt Bad Neustadt, für den Landkreis, für die ganze Region. Es betrifft auch den Landkreis Bad Kissingen, das betrifft auch viele Teile in Thüringen. Wir haben ja viele Pendler, die hier zu Siemens kommen. Und deshalb tun wir auch mit vereinten Kräften uns darum bemühen, dass es eine gute Zukunft gibt hier. Können Sie Kann man das verstehen? Ja, klar. Das ist Siemens selber mal, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Betriebsrat, die Gewerkschaften sind bei dem Thema, die Kommunalpolitik, und wir sind natürlich auch die Botschafter dann für die Landespolitik, und der Ministerpräsident, die Staatsregierung hat sich ja schon geäußert, dass sie uns auf jeden Fall helfen werden, und auch die örtlichen Abgeordneten, zum Beispiel, ich nenne da mal die Barbara Stammhoff in Unterfranken allen voran, aber auch unsere heimischen Stimmkreisabgeordneten. Also wir arbeiten da gut zusammen und ich bin da zuversichtlich, dass wir auch zu einem guten Ergebnis kommen. Wir wollen heute sichtbar, die Kollegen reden, auch um mal nochmal hochzuhalten und zu sehen, was es denn eigentlich ausmacht. Siemens AG hier agiert und die Gespräche, die Verhandlungen laufen. Heute ist die zweite Verhandlungsrunde und keiner hat die Illusion, und es ist auch vollkommen unrealistisch, dass heute in irgendeiner Form ein Ergebnis dabei rauskommt. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Natürlich sind wir interessiert daran als IG Metall, als Gewerkschaft und vor allem auch das Verhandlungsteam, Ergebnisse zu erzielen, die weit über dem hinausgehen, was momentan die Siemens AG als Restriktionen mit auf den Weg gibt. Wir wollen ein Zukunftskonzept. Und noch sind wir damit konfrontiert, dass die Siemens AG nur über den Bereich LD reden möchte und die Art und Weise klären möchte, wie denn die Verlagerung stattfindet. Also wir sind nicht nur weit auseinander, es wird in den nächsten Wochen auch immer wieder darum gehen, überhaupt zu klären, wie, in welchem Rahmen denn solche Gespräche ablaufen. Und wir haben es immer wieder betont, und darum wird es uns auch gehen, die vielen Maßnahmen, die hier da sind, und das ist der Moment, an dem wir es immer hochhalten können, die Karten. Macht das bitte mal. Guckt euch an, was das ist. Jede Karte hier, jede Karte ist ein geförderter Arbeitsplatz. Jede einzelne. Und wir brauchen nicht nur die roten Karten, die LD-Bereich, über den Siemens reden will, sondern wir wollen über das Gesamtpaket reden. Weil nur das Gesamtpaket deutlich macht, mit welchem dramatischen Schlag hier die Kolleginnen des Verhandlungsteams konfrontiert werden, mit dem ihr als Beschäftigte konfrontiert werdet. Selbstverständlich auch der Albrecht, Herr Habermann. Die Politik ist hier natürlich nicht nur betroffen, sondern auch tiefer Anspruch der Kollegen haben. Wir sind hier nicht zum ersten Mal und auch die Presse ist es nicht. Auch schön, dass ihr auch begleitet werden medial, dass es auf Gehör der Beschäftigten, auf der Menschen findet, dass es gelesen wird, wenn es in der Zeitung steht. Da habt ihr alle euren Beitrag. Es ist in der Region einfach ein harter Schlag. Auch herzlich willkommen an die Medienvertreter.